Hallo, ich bin Charlies Bruder Alan. Ich möchte Ihnen für Ihr Kommen danken. Ich weiß, das ist ein sehr trauriger Tag für uns alle. Für dich vielleicht. Okay. Ich kann ja verstehen, dass einige von Ihnen gemischte Gefühle haben. Aber wir sind uns sicher alle einig, dass Charlie sein Leben in vollen Zügen ausgekostet hat und uns dabei mit vollen Händen beschenkte. Ja, mich mit Herpes. Chlamydien. Vaginalwarzen. Verzeihung, aber es ist mein verstorbener Sohn, über den wir hier reden. Ich habe ihn geliebt. Sein Tod hat mich am Boden zerstört. Er ließ mich zurück mit meiner tiefen Trauer und mit meinen Erinnerungen. Und der Inventur seines wundervollen Anwesens am Strand von Malibu mit 3 Schlafzimmern und 3,5 Bädern. Und einem umwerfenden Panoramablick über den Pazifik. Die Prospekte liegen draußen neben dem Kaffeespender. Danke, Mom. Jedenfalls... Die Besichtigung ist Sonntag zwischen 1 und 5. Okay, ich würde gerne ein paar Worte sagen über meinen Bruder und wie sehr er doch das Leben geliebt hat. Wenn er versohlt wurde, während er meine Slips trug. Er hat mit meinen Slips immer Tee gekocht. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass Charlie sein Leben nach eigenen Regeln gelebt hat und sich nie dafür gerechtfertigt hat, wer er war. Ja, bla bla bla. Warum darf ihn niemand sehen? Ja, ich war doch nicht so weit, um auf einen Sackdeckel zu spucken. Gut, ich habe ja Verständnis für eure Gefühle, aber das, was von ihm übrig ist, ist aufgrund der Umstände seines Hinscheidens leider nicht gerade bespuckbar. Ich habe eine Frage. Okay, ich bin zwar nicht auf ein Ratespiel vorbereitet, aber bitte. Danke. Charlie schuldet mir $38.000 für, nennen wir es mal, Medikamente. An wen wende ich mich da? Ich glaube, das werden Sie mit den Anwälten klären müssen. Ja, lassen wir das Gesetz lieber außen vor. Und jetzt sollten wir den Augenblick nutzen, um ein paar Worte von dem Menschen zu hören, der bei Charlie war, als es zu Ende ging. Vielen Dank, lieber Alan. Charlie Harper war die Liebe meines Lebens und ein wundervoller, wundervoller Mann. Selbstsüchtiges Schwein. Klar, sie hatte Höhen und Tiefen unserer Beziehung und hin und wieder eine einstweilige Verfügung. Aber letztendlich bin ich mit ihm nach Paris durchgebrannt, wo er mich fragte, ob ich ihn heirate. Und ich sagte ja. Und in den wenigen Tagen darauf war ich so glücklich wie noch nie, das konnte mir nichts verderben. Nicht mal, als ich vom Shoppen heimkam und ihn mit einer anderen unter der Dusche erwischt habe. Ach, das sieht Charlie ähnlich. Aber ich habe ihm verziehen. Denn meine Liebe zu ihm war bedingungslos. Und Sie können sich vorstellen, wie schrecklich es für mich war, als er tags darauf auf dem Metrobahnsteig ausgerutscht und vor einen einfahrenden Zug gefallen ist. Eine Verrückte sollte man niemals verärgern. Ich darf Ihnen versichern, dass Charlie nicht leiden musste. Sein Körper ist einfach explodiert wie ein Ballon mit Fleischfüllung. Danke. Ich hab Hunger. Hat noch jemand Hunger? Man, 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 manly man, man, man. Charlie war der beste Arbeitgeber, den ich je hatte. Wenn ich einen freien Tag wollte, klar, Bertha, kein Problem. Und wenn ich ein paar Scheine extra brauchte, klar, Bertha, kein Problem. Und das Einzige, was er dafür verlangte, waren frische Laken oder dass ich eine seiner vollgekotzten Cracknoten vor den Gartenschlauch stellte. Was für eine schöne Geschichte. Kann ich weiterhin damit rechnen, dass Sie das Haus reinigen? Kann ich damit rechnen, dass Sie mich bezahlen? Naja, Charlie hat praktisch kein Geld hinterlassen, aber ich bezahle Sie mit Freuden, wenn das Haus verkauft ist. Und erst dann putze ich hier. Ich weiß immer noch nicht, warum wir es verkaufen müssen. Er hat es mir vermacht. Er wollte, dass ich es bekomme. Kannst du die Abzahlung dafür aufbringen? Nein. Und die Vermögenssteuer vielleicht? Aus meiner Tasche nicht. Aber ich habe gehofft, dass du mir hilfst. Immerhin wohnt dein Enkel zeitweise bei mir. Du hast deinen Sohn ja wunderbar erzogen.
Schatz, ich kann die Kosten für dein Haus und mein Haus nicht gleichzeitig aufbringen. Aber du bist meine Mami. Du hast deinen Sohn ja wunderbar erzogen. Wenn ich das Haus erst mal verkauft habe, kannst du bei mir wohnen. Aber warum sollte ich bei dir wohnen? Bringt der Verkauf nicht einen Haufen Geld? Oh, bitte, Charlie hatte auf dem Haus 3 Riesenhypotheken. Wenn du erst mal die Notargebühren und meine Provision bezahlt hast, wirst du froh sein, wenn du bei null rauskommst. Was? Du verlangst dafür eine Provision? Wenn sie nicht umsonst arbeitet, warum sollte ich das dann tun? Denk nicht, dass du mit deinen stillen Winden jemanden an der Nase rumführen kannst. Hi, ich komme zur Besichtigung. Ja, kommen Sie doch rein. Danke. 3 Schlafzimmer, 3,5 Badezimmer, 20 Meter beste Malibu-Strandlage. Hier war ich doch schon mal, Augenblick. Charlie Harper wohnt doch hier. Nicht mehr. Dann kann ich's nicht kaufen. Was? Wieso denn nicht? Schlimme Erinnerung. Charlie und ich hatten mit einer betrunkenen Braut ein Dreier da auf der Couch. Klingt nach einer schönen Erinnerung. Oh, wie man's nimmt. Sie wurde ohnmächtig und ich machte mit Charlie zu zweit weiter. Verdammt schlechte Erinnerung. Oh, das Feng Shui ist phänomenal. Das Haus strotzt nur so vor positiver Energie. Oh. Ich überleb's nicht, wenn ich immer in die Stadt pendeln muss. Keine Sorge, Schatz. Lass das Universum dafür sorgen. Das Universum sorgt nicht für uns, sondern ich. Ich reiß mir 80 Stunden die Woche den Arsch auf. Oh, oh. Das hört sich an, als würde jemand meditieren müssen, nicht? Oh, oh. Das hört sich an, als würde jemand die Scheidung einreichen müssen. Ach, echt? Das willst du riskieren? Weil ich dich und deine verklemmte, spießige Familie um den letzten Penny bringen werde. Viel Spaß noch! Viel Spaß noch! Was für ein nettes Paar. Entschuldigen Sie, die Besichtigung ist vorbei. Ich habe hier ein Paket für Alan Harper. Oh, das bin ich. Unterschreiben. Wie aufregend. Was wird das wohl sein? Kommt von einem Krematorium, das engt die Auswahl ein. Das ist mein Bruder. Bertha, Charlie ist da. Vielen Dank. Viel Vergnügen. Wir beide. Wie sich alles wiederholt, hä? Ich rede mit dir und dich kümmert nur deine Flasche. So. Ich würde dir gerne noch sagen, dass ich dich geliebt habe. Und dass du mir fehlen wirst. Und dass ich dir immer dafür dankbar sein werde, dass du Jake und mich all die Jahre bei dir aufgenommen hast. Und jetzt stellt sich die Frage, wohin mit dir? Ich kenne zwar deinen letzten Willen, aber ich fürchte, wir können Pamela Anderson nicht dazu überreden, deine Asche zu schlucken. Ich würde dich ja mit zu Mom nehmen und bei ihr aufstellen, aber so fangen Horrorfilme an. Hey, ich könnte dich hier am Strand verstreuen. Es wäre einfach, es wäre würdevoll und Tag für Tag würden eingeölte Mädchen auf dir sitzen. So war ja auch dein Leben. Bis auf den würdevollen Teil. Also dann. Tja. Tun wir es gleich. Wieso sollten wir es verschieben? Den können Sie selber aufsaugen. Kann ich hier telefonieren? Klar, wieso nicht? Geht's Ihnen gut? Ja, blendend. Ich habe mich nur gerade eben ertränken wollen.
Sie haben sich umbringen wollen? Ja, aber ich habe keine Ahnung gehabt, dass das Wasser hier so kalt ist. Ich hätte ja einen Taucheranzug anziehen können, aber wer ertränkt sich denn schon in einem Taucheranzug? Das Telefon da? Oh ja, ja. Danke. Oh, haben Sie ein Handtuch? Oh, klar. Danke. Hi, ich bin's. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich ins Meer gestürzt habe, weil ich nicht ohne dich leben kann. Nein, ich schwimme im Moment nicht im Meer und rufe dich an. Weil es eiskalt war. Keine Ahnung, ich bin bei irgendeinem Typen zu Hause. Alan Harper. Ich bin bei Alan Harper zu Hause. Wie wär's, nimmst du mich zurück? Ist das dein Ernst? Du hast doch gehört, was ich übers Meer gesagt habe. Gut, dann höre ich eben auf, dich zu nerven, aber eins sage ich dir, ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Ach echt? Damit nerv ich dich. Na schön, leb wohl. Haben Sie einen Taucheranzug? Es wird schon nicht so furchtbar werden. Ja, aber es könnte, das wissen Sie nicht. Doch, doch, ich weiß es. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Hören Sie, ich war in der gleichen Lage wie Sie. Ich wurde abgelehnt, hatte keine Freunde, war pleite. Ich bin nicht pleite, ich habe etwa eine Milliarde Dollar. Wie bitte? 1,3 sagt jedenfalls Ihr Anwalt, aber ich würde jeden Penny dafür geben, wenn sie mich zurücknimmt. Nein, 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 das werden Sie nicht. Sie kriegen jede Menge Frauen für sehr viel weniger. Ich will keine anderen Frauen, ich will Bridget. Stimmt, ja, richtig. Aber um das nochmal klarzustellen, sagten Sie eben Mill mit Yarde? Glauben Sie mir, mit Geld kann man Glück nicht kaufen. Keine Ahnung, hatte beides noch nie. Kommen Sie schon, es geht Ihnen doch gut. Sie wohnen in einem Strandhaus in Malibu. Ich muss es verkaufen. Und es ist gar nicht meins, es ist seins. Wem seins? Das ist mein toter Bruder. Oh. Und ich war schuld, dass Sie ihn verschüttet haben. Schon okay, schon okay. Ich werde ihn später aufsaugen. Wissen Sie was? Ich mache mich aus dem Staub. Danke, dass ich telefonieren durfte. Halt, ist doch wirklich alles okay? Ja, ich fahre jetzt zurück in mein Hotelzimmer und aktualisiere meinen Facebook-Status auf noch nicht tot. Warten Sie einen Moment, ich habe gerade eine Beerdigung hinter mir und will nicht schon wieder auf eine gehen. Wie wär's, wenn wir beide losziehen und was trinken und reden? Worüber? Was weiß ich. Das Wetter, Politik, warum sich jemand umbringen will, obwohl er eine verdammte Milliarde Dollar hat. Kommen Sie. Werfen wir Ihre Klamotten in den Trockner. Schön. Übrigens, ich bin Walden. Walden Schmidt. Tja, sehr erfreut, Walden Schmidt. Oh, oh, klar. Warum sollten Sie sich auch nicht hier mitten im Wohnzimmer ausziehen? Oh, kein Problem, auch die Unterhose, okay? Okay, und auch keine körperlichen Gebrechen, haben Sie ein Glück. Sie sind ein guter Mensch, Alan Harper. Und er steht auf Umarmungen. Okidoki. Ich bin gleich wieder da. 1,3 Milliarden Dollar und er hat ein Gehänge wie ein Elefant. Ich nehme einen Appletini und Oh, ein Ginger Ale, bitte. Echt? Sie wollten sich gerade umbringen und bestellen Ginger Ale? Ja, ich stehe nicht auf den Geschmack von Alkohol. Wer steht auf den Geschmack von Alkohol? Wir stehen auf den Effekt von Alkohol. Man fühlt sich groß, gut aussehend und klug. Ich bin groß, gut aussehend und klug. Er nimmt einen Appletini. Nur mal so aus Neugierde. Wie kommt eigentlich jemand zu so einem Riesenhaufen Geld? Naja, im Grunde ganz einfach. Kennen Sie blandgogo.com? Nein. Können Sie auch nicht, weil Microsoft es mir für 1,3 Milliarden Dollar abgekauft hat. Dann haben Sie es mit Ihrem iPod-Killer, dem Zune, gebundelt. Echt? Bei meinem Zune war es nicht dabei. Sie haben sich einen Zune gekauft? Ich hatte einen Gutschein. Cheers. Cheers. Also, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber mir will das Bild von Ihrem Penis nicht aus dem Kopf. Danke, wie nett von Ihnen. Danke. Gerne. Das verstehst du nicht.
Bridget war meine Highschool-Flamme. Sie war die große Liebe meines Lebens. Warum hat sie Schluss gemacht? Hat sie dich mit einer anderen erwischt? Nein. Schlechter Sex? Nein, der war mega gut. Bist du sicher? Weil sie manchmal sagen, er wäre gut und später findest du raus, dass sie sich vor dir geekelt haben. Ging einem Bekannten so. Nein, sie hat gesagt, ich wäre ein emotional unreifer Mensch. Wegen deiner Drohung, Selbstmord zu machen, wenn sie dich nicht mehr will? Das ist nicht unreif, Mann, das ist romantisch. Halt die Klappe. Ach, ist ja auch egal. Ich weiß, was du durchmachst. Ich habe meine College-Liebe geheiratet und als sie sich von mir scheiden ließ, war ich erledigt. Warum hat sie dich verlassen? Keine Ahnung, ist eine perverse Schlampe. Wenn das Leben dir immer nur Frauen beschert, die dir das Herz brechen und in die Eier treten, dann schützt du dich eben mit einem Eierschutz. Bridget hat mir nie in die Eier getreten. Im Gegenteil, sie hat sie immer mit Zärtlichkeit und Respekt behandelt. Okay, würdest du Bridget vielleicht mal nur für heute Abend vergessen und dich einer anderen zuwenden? Welcher denn? Keine Ahnung. Wollen wir an die Bar? Wie wär's mit dir? Und was soll ich sagen? Also, ich würde nicht mit der Eier-Anekdote anfangen. Sag einfach Hi. Okay. Hi. Hi. Ich bin Walden. Kelly. Tja, Kelly. Meine Frau hat mich verlassen und ich will sterben. Oh, du armer, armer Junge. Ich habe sie so unglaublich lieb. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder eine andere Frau so lieben kann, wie ich sie geliebt habe. Ich habe noch nie im Leben so was Wundervolles gehört. Das wird schon wieder. Ja. Oh Gott, meine Frau fehlt mir so. Und hier wohne ich. Oh, das sieht ja toll aus. Allein mit meinem gebrochenen Herzen. Alan, ich fahr lieber wieder in mein Hotel. Bist du verrückt geworden? Das läuft doch wie geschmiert. Der wir lieben, unsere Ex-Quatsch, ist Gold wert. Mein Bruder wäre stolz auf uns. Wer, der Typ da im Staubsauger? Ja. Ladies, eine kleine Labsal gefällig? Ne, was? Hä? Ein Drink, Alkohol. Klar doch. Sicher. Oh, komm gleich wieder. Und was gibt's oben noch? Keine Ahnung. Schlafzimmer vielleicht. Finden wir es doch raus. Okay. Sollten wir Alan nicht sagen, wo wir sind? Nein. Auf keinen Fall. Wer will eine Margarita? Wow, eine nach der anderen, Ladies, eine nach der anderen. Wie deprimierend vertraut mir das vorkommt. Halt die Klappe. Morgen. Oh, Grundgütiger. Oh, hi, ich bin Walden. Ich bin beeindruckt. Oh, Alan. Weißt du was? Ich habe heute Nacht mit zwei Frauen geschlafen. Toll. Ich habe masturbiert und mich in den Schlaf geweint. Da war meine Nacht besser. Oh, hey, ich stehe auf dein Haus. Ich werde es kaufen, okay? Oh, okay. Danke. Du bist der Beste. Wow. Das ist Walden. Er will das Haus kaufen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich
Ich finde ihn nett. Neulich bei Two and a Half Men. Wir sind uns sicher alle einig, dass Charlie sein Leben in vollen Zügen ausgekostet hat und uns dabei mit vollen Händen beschenkte. Ja, mich mit Herpes. Ich weiß immer noch nicht, warum wir es verkaufen müssen. Er hat's mir vermacht. Er wollte, dass ich's bekomme. Kannst du die Abzahlung dafür aufbringen? Aus meiner Tasche nicht. Geht's Ihnen gut? Ja, blendend. Ich habe mich nur gerade eben ertränken wollen. Sie haben sich umbringen wollen? Ja, aber ich habe keine Ahnung gehabt, dass das Wasser hier so kalt ist. Ich war in der gleichen Lage wie Sie. Ich wurde abgelehnt, hatte keine Freunde, war pleite. Ich bin nicht pleite. Ich habe etwa eine Milliarde Dollar. Wie bitte? Ich habe gerade eine Beerdigung hinter mir und will nicht schon wieder auf eine gehen. Wie wär's, wenn wir beide losziehen und was trinken und reden? Worüber? Warum sich jemand umbringen will, obwohl er eine verdammte Milliarde Dollar hat. Meine Frau hat mich verlassen und ich will sterben. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder eine andere Frau so lieben kann, wie ich sie geliebt habe. Das wird schon wieder. Oh Gott, meine Frau fehlt mir so. Weißt du was? Ich habe heute Nacht mit zwei Frauen geschlafen. Toll. Ich habe masturbiert und mich in den Schlaf geweint. Da war meine Nacht besser. Oh, hey. Ich stehe auf dein Haus. Ich werde es kaufen, okay? Okay. Du bist der Beste. Wow. Das ist Walden. Er will das Haus kaufen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Also, was sagen Sie? Werden Sie bleiben? Ich könnte es mir vorstellen, wenn das Geld stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dich zwischen meinen Möpsen zu ersticken. Geld spielt keine Rolle. Gut zu wissen. Katsching. Was ist denn hier drin? Eis. Ich mag's lieber oben. Ich auch, mein Schnuckelchen. Ich brauche jedenfalls unter allen Umständen eine Haushälterin, die immer hier wohnt. Weil, naja, ich eben nicht besonders gut für mich sorgen kann. Ich sorge dann schon für Sie. Und wie ich's dir besorge. So, mein Auto ist gepackt, dann werde ich mal fahren. Super Neuigkeiten, Alan. Bertha hat zugesagt, bei mir als Haushälterin zu wohnen. Ach ja? Ja, er hat mich klein gekriegt. Ich wüsste zu gern, wie sein Schweiß schmeckt. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Hier sind ein paar Hausschlüssel, Garagenfernbedienungen und der Müll wird immer dienstags rausgestellt. Oh, dann übernehmen Sie das. Nein. Tja, also, dann fahr ich mal. Warten Sie. Kommen Sie her. Eine Umarmung muss doch sein. Ehrlich? Aber, Alan, vergessen wir die Kleinigkeiten. Wir waren doch wie eine Familie. Da haben Sie recht. Ich übernehme Ihr Zimmer, Sippy. Hab ich mir fast gedacht. Also, bis dann. Ich bring dich raus. Ich könnte in deinen Knackarsch beißen wie in einen Apfel. Tja, ich hoffe, du wirst hier glücklich, Walden. Danke. Aber ohne meine Frau werde ich bestimmt nirgendwo glücklich. Ach, Quatsch. Du bist jung, du bist reich und von deinem Gesicht kriegt sogar eine Frau eine Erektion. Was ist mit Liebe? Was ist mit Hingabe? Was damit, bis an sein Lebensende mit seinem Partner zusammenzubleiben? Oh, ein Guckloch! Hallo, Girls! Mann, das ist ja wie in einer Piepshow. Naja, du weißt doch, was heißt... Männer, die auf Piepshows stehen, sind die glücklichsten Männer der Welt. Okay, alles Gute. Hey, vielen Dank für deine Hilfe und deinen Rat. Keine Ursache, Walden. Und wenn du mal einen Freund brauchst, um von Mann zu Mann zu reden, dann weißt du, wo ich bin. Bei Mami. Nur vorübergehend. Okay. Falls ich was vergessen hab, dann mach damit, was du willst. Schmeiß es weg oder behalt es. Gut. Bis dann. Dann bis dann.
Bis dann! Okay, Walden Schmidt. Dann fang mal mit deinem neuen Leben als Single in Malibu an. Hallo? Dad? Warum packst du denn aus? Weil du mir gesagt hast, ich kann hier wohnen. Aber nur vorübergehend. Ja, ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ja, von wegen. Warum kannst du denn nicht bei deiner Freundin einziehen? Oh, das ist nicht gerade ein guter Zeitpunkt, um bei Lindsay einzuziehen. Und warum? Ach, sie ist gerade in so einer Phase, wo sie sich übergeben muss, wenn ich sie anfasse. Ich glaube, es ist die Prämenopause. Ja, daran muss es wohl liegen. Also, nur dass du es weißt, ich kann mein Leben deinetwegen nicht auf Eis legen. Und das würde ich nie erwarten. Leb dein Leben weiter wie bisher. Mach, was du immer machst, so als wäre ich gar nicht hier. Ich habe heute Abend ein Date. Oh, toll. Es wird wahrscheinlich damit enden, dass wir Sex haben. Nur zu. Harten Sex. Gut. Komm, nicht in mein Schlafzimmer. Ist versprochen. Auch nicht, wenn du mich schreien hörst. Ganz besonders, wenn ich dich schreien höre. Es sei denn, du hörst mich wiederholt rufen, Ambulanz. Ambulanz? Das ist mein Codewort. Die hören es manchmal nicht wegen der Ledermaske. Jede andere Mutter hätte aufgehört bei Ich hab heute ein Date. Hey, Bridge, ich bin's wieder. Wie heißt denn nochmal das Shampoo, das mir nicht in den Augen brennt? Weißt du das? Babyshampoo? Und wo kriege ich das? In jedem Supermarkt. Das ist ja super praktisch. Was für ein Zufall. Oh, und wenn wir schon miteinander reden, nimmst du mich wieder zurück? Ah, als wäre Nein mit einem Mal dein Lieblingswort. Nicht auflegen, nicht auflegen. Wie heißt noch mal das Klopapier, das wir immer benutzen? Du weißt schon, das sanft wie ein Wölkchen an meinem Popo ist. Werd du doch erwachsen. Hallo? Hey, Bertha, würden Sie mir im Supermarkt Babyshampoo holen? Klar. Dann setzen wir uns in die Wanne und ich wasche dir die Haare. Oh, Bertha. Sie fehlt mir so schrecklich. Oh, hey, das wird sich schon alles wieder einrenken. Sie werden schon sehen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so furchtbar gefühlt. Und ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Ich hab gesagt, nicht aufhören. Ich sollte mich mit einem Gewehr aufs Dach setzen. Oh. Hi. Hey, Walden. In deinem Zimmer waren noch ein paar Bücher. Oh, danke. Deshalb musst du doch nicht extra herfahren. Kann man wirklich eine Frau hypnotisieren, damit sie zur Sklavin wird? Oh, Mann. Das war nur ein Gag, hat mein Bruder mir geschenkt. Und in 10 Minuten zu fantastischem Reichtum? Das ist meine Lieblings-Klo-Lektüre. Ich würde dich ja reinbitten, aber meine Mom hat mir verboten, Freunde einzuladen. Alles cool. Mhm. Ziehen wir los? Was unternehmen? Zum Beispiel? Ambulanz! Ach, wir finden schon was. Ambulanz! 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 Super Schlitten. Was ist denn das für eine Marke? Ein Elektrofisker. Allerneueste Lithium-Ionen-Technologie mit einem Motor für Zusatzreichweite. Solarmodul auf dem Dach. Oh, ein blauer Käfer. Peng! Und wie viel kostet denn so eine Kiste? Rund 100 Riesen. Ist aber gut für die Umwelt. Ich wüsste nicht, was man sonst fahren sollte. Was mich betrifft, schränkt bittere Armut die Auswahl ein wenig ein. Tja, wie wär's mit Leasing? Alan, ich muss dir was gestehen. Ja, muss ich auch. Das Hypnotisierbuch war gar kein Geschenk. In Wahrheit bin ich zu dir gefahren, weil ich einsam war. Oh ja, früher ging's mir auch so. Oft. Eigentlich geht's mir immer noch so. Ich war nicht oft allein mit
Bridget bin ich seit der Highschool zusammen. Highschool-Liebe. Damals hatte ich ein Verhältnis mit einem Poster von Molly Ringwald. Damals war sie noch total verrückt nach mir. Ich hatte noch nicht mal Geld. Dann liebt sie dich bestimmt noch. Nein. Sie hat sich geändert. Ihr Herz ist jetzt voller Wut und eiskalt. Du fährst ein bisschen schnell, glaube ich. Wer wacht schon morgens auf und beschließt einfach, sich von seinem Partner scheiden zu lassen? Das kommt einem nur so vor. Meiner Erfahrung nach haben sie das Ganze schon seit Ewigkeiten beschlossen. Du weißt, dass man hier nur 60 fahren darf und du fährst, 130. Es heißt doch, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, du bist noch nicht tot und sie auch nicht. Oh, grundgütiger 150. Wow, wow. Der liegt ja wie ein Brett in der Kurve. Ich liebe sie, Alan. Und ich will sie wieder haben. Ich glaub's dir ja. Oh, 180, Walden, 180. Das Leben ist ohne meine Bridget nicht lebenswert. Lass da, lass da, lass da. Das tut so schrecklich weh. Ich halte es nicht mehr aus. Entschuldigung, dass ich so schnell gefahren bin. Schon okay. Dein Beifahrersitz ist nur etwas feucht geworden. Wo sind wir hier? Wir fahren zu meinem Haus. Ich muss Bridget überreden, mich zurückzunehmen. Oh nein, das ist keine gute Idee. Wenn eine Frau mal gesagt hat, sie will dich nicht mehr, ist Betteln zwecklos. Und ich habe mehr Zeit auf meinen Knien verbracht als sonst irgendein Hetero in Amerika. Was ist das? Eine geschlossene Siedlung? Nein, nur mein Haus. Wow. Und ich, Idiot, werde Chiropraktiker und nicht Mann einer Milliardärin. Mag's dir fürs nächste Mal. Was willst du hier, Walden? Ich will nur was mit dir besprechen. Verschwinde, oder ich hol die Polizei. Verschwinde, oder ich hol die Polizei. Mann, da werden Erinnerungen wach. Wie wär's, wenn ich uns nach Hause fahren würde? So leicht gebe ich nicht auf. Stopp, 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 stopp. Du hast doch gehört, sie will die Polizei rufen. Ich werde mir jetzt meine Frau wiederholen. Komm schon. Komm schon? Was hab ich damit zu tun? Hilf mir, übers Tor zu klettern. Oh, und wieder zitiere ich aus meinem Erfahrungsschatz. Hausfriedensbruch führt dazu, dass sie mit dem Kopf ein Verhältnis anfängt. Ach, Quatsch, komm schon. Hier, heb mich hoch. Ja, ich versuch's ja. Ich hab's gleich. Das will ich hoffen. Gleich hab ich's. Okay, okay. Viel Glück. Komm schon. Schon wieder? Komm schon. Ich will durch ein Fenster rein, du musst mir helfen. Oh, pff, toll. Jetzt mache ich schon den Spider-Man. Schwing dich hoch. Walden, zwing mich nicht, das Tor anzustellen. Was meinst du mit das Tor anstellen? Keine Sorge, sie blöfft nur. Hast du auch so einen Summton in beiden Ohren? Versteh nichts, ich hab so einen Summton in beiden Ohren. Gott, Morgen, bist du verrückt geworden? Wenn's verrückt ist, dich zu lieben, dann bin ich verrückt. Es ist wahr, er redet von nichts anderem als von Ihnen. Okay, bei ihm war das zu erwarten, weil er die emotionale Reife eines 12-Jährigen hat. Aber was haben Sie für eine Entschuldigung? Ich wohne bei meiner Mom, die hat mit einem Fremden harten Sex, da konnte ich nur fliehen. Schatz, ich verstehe einfach nicht, warum wir es nicht nochmal versuchen sollten. Okay, ich kann mich nur wiederholen. Jetzt hast du verschissen, das kenne ich. Ich hab die Nase voll davon, mit einem Kind zusammenzuleben. Ich hab die Nase voll davon, mehr Mutter als Ehefrau zu sein. Halt. Du bist doch nicht mehr Mutter als Ehefrau. Und wer legt dir was zum Anziehen raus? Du. Wer sagt dir, wann du schlafen gehst? Du. Wer putzt hier und wer kocht in diesem Haus? Die Putzfrauen und die Köchin. Bevor wir reich waren. Du. Sieh mal, Walden, du bist ja ein süßer Junge. Und ich werde dich ewig lieben. Nur kann ich nicht mehr mit Peter Pan zusammenleben. Also, seien wir mal fair. Peter Pan wollte gar nicht erwachsen werden. Und soviel ich weiß, war Walden doch nie dazu gezwungen. Entschuldigung. Chemie hier oben, ziemlich wichtig. Und hier unten... Quack, quack, quack! Bridget, bitte glaub mir. Ich kann erwachsen werden. Ach, bitte. Gib mir wenigstens eine Chance dafür. 15 Jahre lang habe ich dir die Chance gegeben. Es ist vorbei. Okay. Darf ich noch ein bisschen Donkey Kong spielen, bevor ich gehe? Bist du verrückt geworden? Raus! Oh ja, klar. Ich bin verrückt geworden. Fahren wir, Alan.
Danke für das Wasser und das... Nang, 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 nang. Moment noch. Düsen wir. Wie kommt diese Frau nur auf die Idee, ich wäre ein kleiner Junge? Du bist ein bisschen aufgebracht. Soll ich fahren? Die ist eine echt dumme Kuh. Oh, oh, ein weißer Käfer. Hä? Hä? Komm. Oh, weißt du was? Wie wär's, wenn wir anhalten und bei einem Drink darüber reden? Alkohol ist keine Lösung. Nein, aber anhalten ist die Lösung. Gütiger Gott, wo ist das Klopapier? Mann. Alan? Ja? Wieso liegst du auf mir? Weil ich's oben lieber hab? Wir sind nackt. Ja, ignorier einfach, was da unten los ist. Ist nur ein Morgenreflex. Kannst du ihn trotzdem von mir runternehmen? Aber natürlich, aber natürlich. Kannst du dich an was erinnern? Wir sind hierher gefahren, nachdem wir in einem Schnapsladen waren. Und dann waren wir nackt baden. Genau, genau. Wer hatte denn die blöde Idee? Ich. Okay, ich habe Ihre Hose gewaschen. Danke. Ich sage nur ein Wort. Erwachsenenwindeln. Hören Sie, Walden ist irrwitzig schnell gefahren und ich habe eine nervöse Blase. Langsam, Sippy. Das ist nicht mein erstes Pinkelfleck-Rodeo mit Ihnen. Hi, ist Charlie da? Oh Gott, schon wieder so eine. Das übernehmen Sie. Hi, ich bin Charlies Bruder, Alan. Penelope, ist er da? Vielleicht nehmen Sie lieber Platz. Ist alles in Ordnung? Nein. Penelope, die Sache ist die. Charlie ist von uns gegangen. Was? Es kam sehr plötzlich. Oh mein Gott. Tut mir leid, er war so wundervoll. Ich kann gar nicht fassen, dass er tot ist. Hey, was läuft denn hier? Hallo, ich bin Penelope. Ja, ich bin Walden. Sie weinen? Warum? Weiß ich auch nicht. Ich finde selber zur Tür, keine Sorge. Sie riechen aber gut. Oh, danke, nach Babyshampoo. Sie weinen, warum? Weiß ich auch nicht. Oh, Bridget, hi. Hi, ich würde gern mit Walden reden. Wirklich? Ja, ich glaube, ich war ein bisschen heftig zu ihm. Naja, Bridget. Hey! Walden? Sieh mal, wer mit dir reden will, Walden. Deine Frau. Du bist verheiratet? Oh ja, schon ewig. Sie haben sich gerade erst kennengelernt. Das ist Penelope, meine Freundin. Was? Klappe, raus hier. Wie schön, dass du gekommen bist. Setz dich doch. Beinahe hätte ich gedacht, die Kleine hat was mit dir, wie sie so neben dir stand. Das soll wohl ein Witz sein. Nein, Alan ist hier der Frauenheld. Der Kerl ist ein Aufreißer, wie er im Buch steht. Ach komm schon, Charlie ist tot und Walden ist verheiratet. Was hast du denn gegen mich? Und da dachte ich, wir könnten mal zusammen essen gehen. Lass mich dir beweisen, dass ich mich ändern kann. Ich kann wirklich erwachsen werden. So viel bin ich dir wohl schuldig. Voll krass! Verzeihung, ich will nicht stören. Ich war kurz joggen mit meiner Freundin. Lass euch allein. Warte, ich möchte meinen Gast nur verabschieden, weil man das als Erwachsener ja so macht, nicht wahr? Ja.
Alan, danke. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Ach, hab ich gern gemacht. Ich bin dir echt dankbar. Wenn ich irgendwas für dich tun kann oder wenn du mal was brauchst, dann sag's mir einfach. Da du es schon erwähnst, wüsste ich deine Winzigkeit. Was damit? Naja, es ist belastend für mich, bei meiner Mom zu wohnen. Kann ich mit Jake ein paar Tage hier wohnen, bis ich was gefunden habe? Kein Problem. Ein paar Tage, ein paar Wochen. Einverstanden. Ein paar Monate vielleicht? Wie du willst. Super, danke, danke. Und keine Sorge, ich würde nie deine Gastfreundschaft missbrauchen. Cool. Ich bin zurück. Man, 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 manly man, 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 manly man, 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 manly man. Neulich bei Two and a Half Men. Super Neuigkeiten, Alan. Bertha hat zugesagt, bei mir als Haushälterin zu wohnen. Ja, er hat mich klein gekriegt. Ich wüsste zu gern, wie sein Schweiß schmeckt. Dann fahr ich mal. Warten Sie. Kommen Sie her. Eine Umarmung muss doch sein. Ich übernehme Ihr Zimmer, Sippy. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Ich bin dir echt dankbar, wenn ich irgendwas für dich tun kann oder wenn du mal was brauchst. Naja, es ist belastend für mich, bei meiner Mom zu wohnen. Kann ich mit Jake ein paar Tage hier wohnen, bis ich was gefunden habe? Kein Problem. Ich bin zurück. Da rief er Heimat, süße Heimat. Heute werde ich dich wiedersehen. Hallo. Habe ich dir gefehlt? Ah! Was haben Sie denn hier zu suchen? Ich wohne hier. Was haben Sie denn hier zu suchen? Warden sagte, ich kann für ein paar Tage hier wohnen. Sie haben noch nie irgendwo für ein paar Tage gewohnt. Das ist außerdem jetzt mein Zimmer. Aber meins war's zuerst. Warden! Sie können doch Jacks Zimmer nehmen. Ich kann Ihnen auch den Arm ausreißen und Sie damit windelweich schlagen. Oh, hey, was ist denn los? Haben Sie ihm versprochen, dass er hier wohnen kann? Ja, für ein paar Tage. Okay, dann werde ich Ihnen am besten mal was erklären. Dieser Kerl hier ist wie Genitalherpes. Hat man ihn einmal, hat man ihn fürs Leben. Also das finde ich ein bisschen unfair. Was hatten Sie Ihrem Bruder gesagt, wie lange Sie hier wohnen wollten? Dann ziehe ich mal in Jakes Zimmer. Gute Idee, ziehen Sie in Jakes Zimmer. Was? Moment, warum nennen wir es denn Jakes Zimmer? Herpes hat einen Sohn. Herpes Junior? Hey, was machst du da? Ich baue ein neurometrisches Backend für einen Social-Media-Aggregator. Wenn ich's hinkrieg, revolutioniere ich damit das Online-Entertainment. Neurometrisch. Cool. Ich kaufe meine ganze Unterwäsche online. In den Einkaufswagen. Oh. Nein, ich mach schon auf, Boss. In den Einkaufswagen? Wie rührend. Was wollt ihr denn hier? Dein Wochenende. Du hast das Sorgerecht für das hier. Hallo. Judith, du weißt doch, ich bin hier Gast. Ich kann doch nicht einfach meinen Sohn mitbringen, ohne zu fragen. Dann frag. Viel Spaß. Judith, warte doch. Judith! Sie hat den Motor laufen lassen, Dad. Also, beweg dich nicht vom Fleck. Komm nicht rein. Bleib, wo du bist. Aber ich muss dringend... Okay, wie fange ich das an? Mit einer Lüge. Hey, Walden. Hey, gute Neuigkeiten. Ich habe eine Mail von Bridget gekriegt. Heute Abend gehen wir essen. Oh, ein Date mit der Ex. Ist das eine gute Neuigkeit? Ach, da wir gerade von kaputten Familien und guten Neuigkeiten reden. Erinnerst du dich an meinen Sohn Jake? Ja, den mit der Riesenbirne.
Ja, ich finde ihn nett. Und er hat dich auch nett gefunden. So sehr, dass er einfach hergefahren ist, um guten Tag zu sagen. Wo ist er denn? Er wartet draußen. Ich habe ihm gesagt, er kann nicht einfach so bei Leuten reinschneien. Quatsch, das mache ich andauernd. Ja, aber du bist ein gut aussehender Milliardär. Bei dir freuen sich die Leute. Er darf auf keinen Fall hier schlafen, habe ich ihm gesagt. Wieso denn nicht? Du hättest nichts dagegen? Wieso sollte ich was dagegen haben? Hey. Aber sonst ist er ein netter Junge. Und merk dir eins, das ist nicht wie früher. Ich bin hier zu Gast. Du meinst wie früher, als du hier noch zu Gast warst? Da war ich nicht zu Gast. Stimmt, weil Gäste irgendwann ausziehen. Charlie war mein Bruder, er hatte mich gern hier. Wow, Einbildung ist auch ein Gebilde. Eine Bildung. Was faselst du da? Egal, nur benimm dich, solange du hier bist, ja? Ja, lässt du mich jetzt allein? Ach, das wollte ich auch noch mit dir besprechen. Weißt du, Bertha wohnt inzwischen in meinem Zimmer und... Nein! Doch! Nein! Nur vorübergehend. Ich schlaf nicht mit meinem Vater. Wenn du aufs College gehst, hast du auch Mitbewohner. Ja, aber das wirst nicht du sein. Komm schon, wir haben doch auch beim Zelten zusammen geschlafen. Da war ich 10 und das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Hey, ich fand das auch nicht toll, aber diese Vater-Sohn-Erfahrung wird uns für immer bleiben. Und wie soll das gehen? Schlafen wir im selben Bett? Ich hol die Luftmatratze aus der Garage. Auf der du schläfst? Nein. Doch? Nein. Doch. So, das hast du jetzt davon. Pass mal auf. Ich pack jetzt nämlich unsere Sachen zusammen und wir ziehen wieder zu deiner Großmutter. Gut. Gut. Schön, aber heul mir nicht die Ohren voll, wenn sie dich wieder verrückt macht. Ist gebongt. Und du weißt, bei Grandma muss man im Sitzen pinkeln, sie mag keine Spritzer. Das schaffe ich schon. Und du als Sitzpinkler sowieso. Ich bluffe nicht, Jake. Glaube ich dir. Na schön, dann schlafe ich eben auf der Luftmatratze. Gut. Noch 3 Sekunden und ich wäre drauf reingefallen. Verdammt! Und? Wo gehen wir heute Abend essen? Warum? Du suchst doch immer das Restaurant aus. Wer sagt denn, der Mann muss immer das Restaurant aussuchen? Dann ist das eine bescheuerte Regel. Okay, ja. Dann suche ich eben ein Restaurant aus. Okay, bis dann. Hey, Jake. Kennst du einen romantischen Schuppen, wo ich mit einer Frau essen gehen kann? Wie wär's mit Friss dich durch? Ist das gut? Machst du Witze? All you can eat, Salat, Suppe, Pasta? Das ist mein Ding. Hey, Alter. Was? Das ist mein Sandwich. Köstlich. Was ist denn dein Deal? Was? Was ist dein Deal? Ich bin 17. Ich glaube, ich habe noch keinen Deal. Ja, komm schon. Jeder hat einen Deal. Dein Deal ist, dass du keinen Deal hast. Cool. Ein Mann ohne Deal. Und, bist du im letzten Highschool-Jahr oder was? Normalerweise schon, aber es gibt die dumme Regel, dass man jeden Kurs bestehen muss. Tja, leider. Ich finde, 5 von 7 ist doch super, oder? Allerdings, in der 8. bin ich durch alle Kurse gefallen. Echt? Ja, ja. Meine Mom hat mich dann testen lassen. Da kam raus, dass mich die Kurse gelangweilt haben, weil ich zu schlau war. Vielleicht ist das auch mein Problem. Weil ich oberschlau bin. Au! Tut mir leid. Wir sollten von Anfang an ein paar Grenzen festlegen. Hey, werd nicht zum Schläger, das ist nicht dein Deal. Hey, Dad. Augenblick. Hattest du nicht immer eine Fahrradpumpe? Oh ja, und ich hatte auch immer ein eigenes Zimmer. Was wolltest du denn? Okay, du hast dir doch Sorgen gemacht, dass ich wegen meiner schlechten Highschool-Noten nicht aufs College kann, deshalb keinen Job finde und deshalb in Armut ende. Ja, darauf läuft's etwa raus. Ja, und jetzt weiß ich, ich habe schlechte Noten, weil ich super schlau bin. Ja.
Super schlau? Ja, ich gehe deshalb nicht aufs College, schmeiß die Highschool und mach meinen eigenen Deal. Warte, warte. Sagtest du super schlau? Ich und Walden haben das gemeinsam. Walden und ich haben das gemeinsam. Nichts für ungut, Dad, aber so schlau bist du auch wieder nicht. Du willst also die Highschool schmeißen, sagst du? Wieso nicht? Walden hat seine erste Million mit 19 gemacht. Hast du das gewusst? Wie viele Nullen hat eine Million, Jake? M-I-L-L-I-O-N. Nur eine. Hm? Okay, okay, Jake. Hör mal gut zu. Du wirst die Highschool keinesfalls schmeißen. Aber ich... Nein, du bist weder ein Genie noch ein Wunderkind. Na toll, mein eigener Vater denkt, ich wäre nichts Besonderes. Oh, ganz im Gegenteil. Dein Vater hält dich für was ganz Besonderes. Und ich bin natürlich der Dumme und schlaf auf dem Boden. Ja, immer rein. Darf ich stören? Na klar. Hey, ich ziehe mich gerade für mein Dinner mit Bridget an. Wie sehe ich aus? Du solltest Schwulenmodel werden. Hör zu, hast du Jake gesagt, er soll mit der Highschool aufhören und dafür lieber eine eigene Firma gründen? Ja, ich habe ihm erzählt, wie ich anfing. Hey, was hältst du von einer Mütze? Sowas trägt man bei einem Date, um eine kahle Stelle am Hinterkopf zu verbergen. Oh. Oh, für dein nächstes Date. Danke. Also hast du echt die Highschool geschmissen und... Nein, ich habe die Highschool übersprungen und das MIT geschmissen. Ah, okay, da liegt das Missverständnis. Jake tut sich schon schwer mit dem Buchstabieren von MIT. Na, dann darf er die Highschool natürlich nicht schmeißen. Hey, sieh dir das an. Meine Socken passen zu meinen Sneakern. Aber die Sneaker passen nicht zusammen. Na, Bridget hat mir immer die Klamotten ausgesucht. Kein Wunder, dass sie dir fehlt. Und dann danke, dass du mich wegen Jake aufgeklärt hast. Ja, kein Problem. Ach, und merkt ihr vielleicht für die Zukunft, dass Jungs wie ihr ständig auf der Suche nach Vorbildern sind, also sei etwas vorsichtig. Ja, klar. Obwohl, um die Wahrheit zu sagen, solange er dich nicht mit einer tätowierten Nutte im Koma in deiner Kotze liegen sieht, bist du ein Fortschritt in der Abteilung für Vorbilder. Hey, Alan. Ja? Du hast doch viel Erfahrung mit Frauen, oder? Naja, viel. Ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Ein bisschen Freude, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Wieso fragst du? Was kann ich tun, damit Bridget mich wieder zurückhaben will? Oh. Walden, 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 Walden. Komm, setz dich. So schrecklich ist das? Das Frauenherz ist rätselhaft tiefgründig und geheimnisvoll. Es zu erreichen ist fast unmöglich. So etwa wie der G-Punkt. Obwohl wir alle wissen, dass das Herz wirklich existiert. Was das? Darf ich jetzt aufstehen? Warte. Wenn sich das Herz einer Frau vor einem Mann verschließt, und meiner Erfahrung nach tut es das unausweichlich, dann kann man es nur wieder öffnen, indem man dem Herzen viel Zeit lässt. Denn damit gibst du der Frau Zeit nachzudenken, wie sehr der Mann ihr fehlt. Und du hattest damit Erfolg? Oh ja. Da draußen gibt es zurzeit einige Ladies, die darüber nachdenken, wie furchtbar Alan Harper ihnen fehlt. Viel Glück. Hätte ich nur den Jungen gefragt. Unfassbar. Es gefällt dir nicht. Nein, ich könnte mich nur ohrfeigen, weil ich dir eine einfache Tischreservierung zugetraut habe. Daran bin ich doch nicht schuld, daran ist Jake schuld. Wer ist denn Jake? Ach, so ein Typ ohne Deal. Hauptsache, wir sind zusammen. Macht's denn da so viel aus, wo wir essen gehen? Ich muss mal Pipi. Okay, bon appétit. Beweg dich nicht vom Fleck. Hallo! Ist die süß. Es ist noch nicht zu spät. Wir können noch ein Kind machen. Wir haben doch schon eins. Es sieht mich gerade an.
Ach, komm schon, das ist unfair. Ah, heiße Suppe, heiße Suppe. Ah. Oh, danke. Weißt du, Walden, ich bin nur mit dir essen gegangen, weil mir echt viel an dir liegt. Aber ich kann einfach... Können wir nachher Sex haben? Lass mich ausreden. Kommt nicht in Frage. Oh. Die Sache ist die, unsere Ehe ist gestorben, auch wenn mir sehr viel an dir liegt, Walden. Ich will mich aber nicht scheiden lassen. Warum müssen wir uns unbedingt scheiden lassen? Weil ich inzwischen erwachsen bin und du bist noch derselbe wie mit 19. Nein, ist nicht wahr. Inzwischen habe ich viel mehr Geld. Aber es geht doch nicht um Geld. Ich habe Buchhalter und Anwälte und ich habe meine eigene Wohltätigkeitsstiftung. Es geht nicht darum, was du hast, sondern was du bist. Oh, dann bin ich eben noch derselbe. Was ich brauche und was ich will, ist eine Lebenspartnerschaft mit einem verantwortungsvollen, erwachsenen, gereiften Mann. Und dafür hältst du mich nicht? Nein, tue ich nicht. Du meinst, ich hätte mich nicht geändert? Ja, genau. Und wenn ich's könnte? Kannst du nicht. Ich kann's doch. Ist dein Teller leer? Das ist blöd. Ich weiß. Aber es ist nun mal eine Tatsache, die wir akzeptieren müssen. Wie gefällt dir dein Haus? Ist okay. Aber du fehlst mir. Ab und zu fehlst du mir auch. Echt? Walden, diese Gefühle verschwinden nicht einfach, wenn man 15 Jahre lang zusammen war. Hey, bleib cool. Dann empfindest du noch was für mich? Ja, natürlich. Hm. Hey, große Mädchen werfen nicht mit Essen. Vertrau mir. Ich krieg das hin. Ich kann mich ändern. Ich... Das reicht, frisst das! Walden! Aber sie hat doch angefangen! Oh, keine Spaghetti. Wehe, du schmeißt mit Spaghetti. Oh, du willst es also wissen? Das hast du von den Spaghetti? Etchi, 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 etchi. Bertha, machen Sie auf? Ich hab Feierabend, Zippy. Wieso? Sie wohnen doch hier. Und ich trinke hier mein Bier. Du weißt, du hast den falschen Bruder zu dir genommen. Judith, was machst du denn hier? Warum sagst du Jack, er kann die Schule schmeißen? Das war ich nicht. Und wer hat ihm den Floh ins Ohr gesetzt? Walden, er hat ihm erzählt, er hätte Millionen verdient, nachdem er alles geschmissen hat. Und jetzt glaubt Jack, er könnte das auch. Na toll. Und ich dachte, dein Bruder hätte einen miesen Einfluss auf ihn gehabt. Über die Toten nur Gutes. Aber du hast recht, er war ein schlimmer Finger. Hey, wer ist denn... Whoops! Du kommst sofort zurück, junger Mann! Er kommt nicht zurück, oder? Ich würde nicht kommen. Hey. Walden, ich habe ein ernstes Wort mit Ihnen zu reden. Du erinnerst dich an Judith, bis dann. Sie sind Alans Ex, oder? Ja, und Jacks Mutter. Und wir müssen uns mal darüber unterhalten... Ich war gerade essen mit meiner Ex. Schön für Sie, jedenfalls... Noch ist sie nicht meine Ex, aber bald... Das tut mir leid. Sie hasst mich. Aber ich lieb sie so sehr. Sie werden bestimmt eine andere finden. Sie war die Einzige, seit wir Teenager waren. Ihre Highschool-Liebe? Ja. Gott, ist das romantisch. Und ich hab... heute wieder alles versaut. Oh, hey, kommen Sie. Es wird bestimmt alles gut. Nein, es wird niemals wieder gut. Sie ist meine Seelenverwandte. Oh, sie armes, hilfloses Wesen. Das ein wenig nach French Dressing und Fettuccine Alfredo riecht. Haben Sie jemals einen Menschen so geliebt? Nein. Lassen Sie es, es tut zu doll weh. Oh, wenn ich nur irgendwas für Sie tun könnte. Zum Beispiel? Oh ja, und wie ich die Highschool schmeiße. Zum allerletzten Mal, Jake. Du wirst nicht von der Highschool abgehen. Und was wäre, wenn ich Mom davon überzeuge? Gut. Wenn deine Mutter sagt, du darfst, dann darfst du von mir aus auch. Cool. Und wenn es soweit ist, kaufe ich dir ein Auto. Oh, nein, nein. Ich kaufe dir ein Raumschiff. Ein Auto genügt. Gute Nacht, Jake. Nacht, Dad. Das war die Luftmatratze. Okay.
Das war ich. Heilige Maria, was ist denn in dich gefahren? Abgesehen von Moa. Psst, sag jetzt nichts. Okay. Willst du dir nicht mal einen Bart wachsen lassen? Kratzt dich das nicht im Gesicht? Ja. Men. Men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men. Neulich bei Two and a Half Men. Ich will mich aber nicht scheiden lassen. Warum müssen wir uns denn unbedingt scheiden lassen? Weil ich inzwischen erwachsen bin und du bist noch derselbe wie mit 19. Nein, ist nicht wahr. Inzwischen habe ich viel mehr Geld. Es geht nicht darum, was du hast, sondern was du bist. Oh, dann bin ich eben noch derselbe. Super Neuigkeiten, Alan. Bertha hat zugesagt, bei mir als Haushälterin zu wohnen. Ja, er hat mich klein gekriegt. Ich wüsste zu gern, wie sein Schweiß schmeckt. Dann fahr ich mal. Warten Sie. Kommen Sie her. Eine Umarmung muss doch sein. Ich übernehme Ihr Zimmer, Sippy. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Ich bin dir echt dankbar, wenn ich irgendwas für dich tun kann oder wenn du mal was brauchst. Naja, es ist belastend für mich, bei meiner Mom zu wohnen. Kann ich mit Jake ein paar Tage hier wohnen, bis ich was gefunden habe? Kein Problem. Ich bin zurück. Hallo Zimmer. Habe ich dir gefehlt? Was haben Sie denn hier zu suchen? Ich wohne hier. Was haben Sie denn hier zu suchen? Weißt du, Bertha wohnt inzwischen in meinem Zimmer und... Nein. Doch? Nein. Nur vorübergehend. Ich schlaf nicht mit meinem Vater. Und wie soll das gehen? Schlafen wir im selben Bett? Ich hol die Luftmatratze aus der Garage. Auf der du schläfst? Nein. Doch? Nein. Doch. Guten Morgen. Morgen. Wo waren Sie denn? Am Strand zu einem kleinen Powerwalk. Ich sage Ihnen, Sippy, jetzt verstehe ich, warum Ihr Bruder Sie nicht mal mit der Rettungsschere aus dem Haus gekriegt hat. In Malibu aufzuwachen ist das Größte, was einem morgens passieren kann. Hauptsache, Ihnen gefällt mein Zimmer. Alan, ich sag das mit aller Liebe. Es war doch noch nie Ihr Zimmer. Morgen. Oh, habe ich unseren Powerwalk verpasst? Ich wollte Sie ja wachknuddeln, aber Sie waren nicht interessiert. Ah. Und Alan? Was macht die Wohnungsjagd? Oh, ich suche ständig, nur wird nicht viel angeboten. Vielleicht sollten Sie nicht nur im Sportteil suchen. Keine Sorge, kannst so lange bleiben wie nötig. Oh. Ich bleib nur noch ein paar Tage, maximal eine Woche. Oh. Hey, hör mal, Walden, was hältst du davon, wenn ich ab und zu mal einen Übernachtungsgast bei mir schlafen lasse? Oh. Ich dachte, du wärst der Übernachtungsgast. Dein Witz wird nur noch von deinem Großmut übertroffen. Die Sache ist die, heute Abend gehe ich mit einer Frau essen, mit der ich mal eine Beziehung gehabt habe. Ich weiß zwar nicht, worauf es hinausläuft, aber wenn es gut läuft, würde ich sie gerne herbringen und, du weißt schon, mich ein bisschen mit ihr versöhnen. Ist sie auch obdachlos? Oh, nein, 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 ihr Sohn ist ein Teenager und ich bin nicht scharf drauf, dass er uns zuhört. Beim Versöhnen. Aber wenn ich es höre, macht das nichts. Oh, keine Sorge, wir sind leise. Und schnell. Das ist wahr, deshalb nennt sie mich Sippy. Das geht schon klar. Ich wünschte, ich könnte mich mit Bridget ein bisschen versöhnen. Oh, du musst dir Zeit geben. Lindsay hat Monate gebraucht, um mir zu verzeihen. Was musste Lindsay dir verzeihen? Oh, ich nannte sie Schlampe, weil ich dachte, sie hat mit meinem Bruder geschlafen und aus Versehen habe ich ihr Haus angezündet. Aber nicht in der Reihenfolge. Jedenfalls vielen Dank. Jetzt sieht doch hoffentlich irgendwann aus. Sie sind so süß.
Man. Das mit deinem Bruder tut mir furchtbar leid. Ja, ist wirklich traurig. Er ist vor eine U-Bahn gestürzt? Gestürzt, vielleicht auch gestürzt worden. Wie man es auch nennen mag, das Resultat war Charlie Tata. Das ist ja grauenhaft. Ja, und wir mussten Charlies Haus in Malibu verkaufen. Und wo wohnst du jetzt? Im Haus in Malibu. Warte mal, was? Oh, das war ganz witzig. Der Typ, der es gekauft hat, hat ein Vermögen im Internet verdient und hat furchtbare Scheidungsprobleme. Und er ist einsam, braucht einen Freund und hat mich gebeten, ein bisschen zu bleiben. Und was ist witzig daran? Dass er glaubt, ich ziehe wieder aus. Und wie läuft's bei dir? Wie geht's Eldridge? Verderben wir uns nicht den Abend wegen unserer Kinder. Einverstanden. Du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Verzeihst du mir je, dass ich so ein Idiot war? Verderben wir uns nicht den Abend, weil du so ein Idiot warst. Gute Idee. Ich habe mit niemandem Sex gehabt, seit wir Schluss gemacht haben. Wie war's bei dir? Hör zu, verderben wir uns nicht den Abend mit Reden. Ich gehe schon. Hallo, Zuckerschnecke. Hi, Big Daddy. Hast du alles? Teufel, ja. Bier, ein Eimer voll Hähnchenflügel und 9 magische Finger. Rein mit dir. Wörter? Was läuft denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich besauf mich, ich fress Chicken Wings und zeig dem Alten, wo sein Hammer hängt. Ich hab 10 Finger, 1 Milliarde Dollar und der Typ hat mehr Action als ich seit Wochen. Was ist denn wieder, Walden? Nichts, ich wollte dich nur mal sehen. Hör mal zu, Schatz, wir leben in Scheidung. Such dir endlich ein paar Freunde und fang an zu leben. Ich will keine Freunde, ich will kein Leben. Was ich will, bist du. Was machst du überhaupt? Warum sind da so viele Leute mit Masken? Ich bin auf einer Charity für Menschen ohne Gesicht. Feierst du etwa eine Orgie? Eine Orgie? Wie kommst du denn darauf? Bei welcher Charity gibt's denn eine Orgie? Mach's gut. Also ein echter Gentleman hätte gekackt, bevor er herkommt. Hallo? Verzeihung, ich wusste nicht, dass du noch auf bist. Sie müssen Walden sein. Ich bin Lindsay. Hi. So, jetzt habt ihr euch ja vorgestellt. Hüpfen wir in die Penntüte. Sei mir nicht unhöflich, Alan. Ich hab gehört, Sie machen gerade eine schlimme Scheidung durch. Ja, schlimm für mich. Sie treibt's gerade mit nackten, gesichtslosen Typen um die Wette. Lässt sich da nichts machen? Vielleicht in der Paartherapie? Hab ich ihr angeboten, sie will nicht. Da kann man nichts machen. Verziehen wir uns, Lindsay. Warte noch. Und was machen Sie jetzt? Sitzen Sie nur rum und blasen Trübsal? Nein, manchmal liege ich auch oder roll mich zusammen wie ein Embryo. Siehst du, dem geht's super. Hören Sie mal. Wir haben uns zwar eben erst kennengelernt und ich weiß nichts von Ihnen, aber Sie haben doch so viel zu bieten. Sie sind groß, sehen gut aus, sind erfolgreich. Glauben Sie mir, eine Frau ist schon mit viel weniger zufrieden. Und dafür danke ich Gott. Kriechen Sie aus Ihrem Schneckenhaus und finden Sie die Frau, die zu schätzen weiß, was Sie zu bieten haben. Ich will niemanden außer Bridget. Nur weil Sie die passende noch nicht gefunden haben, Walden. Glauben Sie mir, irgendwo da draußen wartet die perfekte Frau auf Sie. Wer weiß, womöglich sitzt die Frau genau vor Ihnen. Ja, das würde ich gern glauben. Ich auch. Genau, stimmt. Lindsay hat recht. Du musst losziehen und die perfekte Frau finden. Und im Grunde musst du sofort damit anfangen. Sofort? Ich wollte mich gerade zum Embryo zusammenrollen. Na hör mal, die weite Welt steht hier offen. Sie ist voll mit wunderhübschen, sexy Frauen, die nur auf dich warten. Und wo finde ich die? Etwa in einer Bar? Auf keinen Fall gehe ich in eine Bar. Hey, wer Honig will, der muss zu den Bienen gehen. Vergiss es, mich bringt keiner in eine Bar. Hey, Jungchen. Wo ist denn dein Pümpel fürs Klo? Ich muss sofort in eine Bar. Wow. Hi, ho, Silver. Ich hab dir doch nicht wehgetan. Ein wenig, aber man braucht ja bloß ein Ei. Mhm.
Mann, du bist mir vorgekommen wie eine andere Frau. Und du mir wie ein anderer Mann. Hey, Alan. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, habe ich euch gestört? Nein, komm doch rein. Ich wollte euch nur kurz sagen, ich habe sie gefunden. Wen gefunden? Meine ideale Frau. Wirklich? In einer Bar? Um 12:30 Mittwochnachts? Hast du sie an der Leine? Wuff. Ist das nicht die Frau, die dein Bruder fast geheiratet hätte? Ja. Ist sie nicht damals wegen Betrugs im Knast gelandet? Ja. Kommt dir das nicht ein bisschen komisch vor, dass sie zufällig mit Walden zusammentrifft? Nicht die Spur. Du musst ihn warnen, bevor er da zu tief drinsteckt. Die Ziege fühlt sich das gut an. Klingt, als steckt er schon zu tief drin. Wer ist denn mein hungriger Junge? Ich. Und wer ist mein unartiger Junge? Das bin ich. Und wer kriegt nach dem Frühstück den Popo versohlt? Du. Oh, du cleverer Schlingel. Mund auf. Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Oh, nein, bitte, Alan, komm wieder rein, wir frühstücken bloß. Spiegelei auf Zunge, toll. Hey, Alan, danke, ich hätte Courtney nie getroffen, wenn du mich gestern nicht zum Ausgehen überredet hättest. Gern geschehen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie hätte dich auch so gefunden. Oh, hey, wisst ihr, was ein Riesenspaß wäre? Was es auch ist, ich mach's. Du hast ja echt was drauf. Und Walden, was wäre denn so ein Spaß? Ach so, genau. Was ich sagen wollte war, wie wär's, wenn Lindsay und du mit Courtney und mir essen geht? Oh, da werde ich erst Lindsay fragen müssen. Ach komm schon, wir würden voll fett essen gehen. Das ist zu kurzfristig. Ich bezahle auch. Bin dabei. Alan, willst du Walden und mir beim Sex zusehen? Nein, wahrhaftig nicht. Dann verzieh dich mal lieber schnell. Leck die Ziege, fühlt sich das gut an. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich dachte, die brauchen die Butter für den Toast. Hallo? Dad? Oh, yeah. Hey, Courtney. Jake, wie schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Oh, und bist du groß geworden? Nein, das ist bloß mein Handy. Jake, was machst du denn hier? Ich bin hier, um... was? Lässt du mich mit Courtney mal bitte allein? Ja, klar. Umarmung? Sofort. Super vermasselt, Dad. Also, Courtney. Also, Alan. Wo ist Walden? Der ist oben und schläft etwas. Er lädt die Batterien auf? Die Batterien sind gut, aber das Blitzlicht braucht eine Pause. Was kann ich für dich tun? Lass bitte Walden in Ruhe. Er ist nicht bereit für jemand wie dich. Jemand wie mich? Was meinst du denn damit? Jemand, der sich ein schönes Leben macht, indem er reiche Männer bis auf den letzten Blutstropfen ausquetscht. So was, Alan. Das trifft doch eher auf dich zu. Was meinst du denn damit? Du hast 8 Jahre lang auf dem Klappsofa deines Bruders geschlafen. Oh, dreh's nur so hin, dass ich dabei schlecht wegkomme. Wir sehen uns beim Dinner. Und wie wir uns beim Dinner sehen, junge Lady. Na, fett. Oh, komm, ich schneide dir das Fett ab, mein Schatz. Danke. An meinem Fleisch ist auch ein bisschen Fett dran. Ja, und? Oh, warte, du hast da noch was. Oh, danke. Es scheint euch ja ganz schön schnell erwischt zu haben. Warum langsam machen, wenn es gut läuft? Wenn es läuft, dann läuft's. Läuft's? Es läuft. Ich bin fertig mit den Bohnen. Kriege ich einen Nachtisch? Ich bin der Nachtisch. Danke. Hey, weißt du, was cool wäre? Was? Zieh bei mir ein. Wow.
Langsam, Walden. Ja, langsam, Walden. Ihr beide kennt euch erst eine Nacht. Ja, aber ich will sie immer um mich haben. Oh, Baby, das ist so süß von dir. Gibt's denn ein Zimmer für mich? Was ist mit Alan? Ja, was ist mit Alan? Du ziehst doch bald aus, oder? Ja. Es ist eigentlich nicht meine Art, nach einer Nacht mit einem Mann zusammenzuziehen. Bitte? Also gut. Dann werde ich mir wohl was Neues suchen müssen. Ja, viel Erfolg. Morgen, Alan. Morgen. Wo ist denn deine Freundin? Konnte nicht schlafen, ist nach Hause gefahren. Und warum? Vielleicht, weil sie zum dritten Mal leck die Ziege fühlt sich das gut angehört hat. Ah ja, Nummer 3 war ein gut getimter Eiswürfel. Du glaubst, du hast mich geschlagen, oder? Alan, das war doch nie ein Wettstreit. Von uns beiden krieg nur ich ihn zum Leck die Ziege. Sei dir mal nicht so sicher. Vielleicht habe ich noch ein Ass im Ärmel. Weißt du, solange du keine Vagina in deinem Ärmel hast, mache ich mir wenig Sorgen. Oh, danke, dass Sie kommen, Bridget. Wenn Sie sagen, Walden steckt in der Klemme. Hi, ich bin die Klemme, in der Walden steckt. Wiederholt. Courtney, das ist Waldens Frau, Bridget. Bridget, das ist die Lady, von der ich Ihnen erzählte. Bridget, was machst du denn hier? Tja, Alan rief an und sagte mir, dass du in einer dummen Klemme steckst. Und die lernte ich eben kennen. Sie bedauert nur, dass sie dich rausgeworfen hat. Aber jetzt ist es zu spät, stimmt's, Baby? Echt? Du bedauerst, dass du mich rausgeworfen hast? Wen interessiert das? Gehen wir nach oben. Walden, ich kann zwar keinen Tag länger mit dir zusammenleben, aber trotzdem will ich nicht, dass du abgezockt wirst von dieser Botox-Barbie. Hör nicht auf sie, gehen wir rauf, Walden. Walden, wenn du jetzt mit ihr raufgehst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Warum haltet ihr Bräute ihm nicht ein Würstchen hin und pfeift durch die Finger? Dann seht ihr ja, wonach er schnappt. Mann, das ist wirklich eine harte Nuss. Ich will wirklich unbedingt mit dir zusammenleben und mit dir meine Träume und Hoffnungen teilen. Aber genauso gern lege ich meinen Kopf zwischen deine Brüste und mach... Schatz, es geht mir nicht um Sex und es geht mir nicht um dein Geld. Ich will nur mit dir zusammen sein, weil ich so gern für dich sorge. Oh, das war eine gute Antwort. Bridget. Und Courtney gewinnt! Courtney? Glauben Sie, dass Ihre tiefgehenden Gefühle für meinen Mann sich auf irgendeine Weise mit einem Barscheck von $50,000 beeinflussen lassen? $50,000? Sie denken wirklich, dass Sie mich ausbezahlen können? Ihr Name ist Sylvia Fishman. Sie werden in 3 Staaten wegen Erpressung, Betrugs und Geldwäsche gesucht. Mach's gut, Walden. War schön. Scheiße. Ich hab mich schon so gefreut auf noch mehr Leck die Ziege. Ich mach dir die Ziege, bis du umfällst für so einen Scheck von Bridget. Ich leck sie völlig umsonst. Na, wie geht's? Jetzt bist du gewarnt, Alan. Es gibt Frauen, die nur nett zu dir sind, weil sie an dein Geld wollen. Danke, aber das steht nicht so weit oben auf meiner Sorgenliste. Mann, komm ich mir blöd vor. Oh hey, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Bestimmt hat sie auch auf dich gestanden. Du siehst gut aus, du hast Stehvermögen und einen Schwanz wie ein Hengst. Jetzt geht's mir schon viel besser. Wie schön, weil ich mich jetzt gerne aufhängen würde. Und wie bist du mit Bridget verblieben? Da hat sich nicht viel geändert. Sie will sich immer noch scheiden lassen. Oh, das tut mir leid. Aber du bist ihr auf jeden Fall noch wichtig. Ich meine, jemand anders hätte das Geld, das sie Courtney gegeben hat, ausgegeben für eine Krankenversicherung, für ein neues Auto oder für einen Nachhilfelehrer, damit sein bescheuerter Sohn aufs College gehen kann. Oh Mann, das könntest du alles haben, Alan. Echt? Klar, wenn du mehr Geld verdienst. Klar. Was sonst? Danke, dass du Bridget geholt hast. Kein Problem. Du hast echt auf mich aufgepasst. Ach, dafür hat man ja Freunde. Ich wollte dir nur sagen, dass du hier zu Hause bist, solange du willst. Wirklich?
weil ich auf Wohnungssuche bin. Nein, bitte, bitte bleib hier. Dann habe ich jemanden hier, dem ich vertrauen kann. Tja, wenn du das wirklich willst. Oh, hol mich, der Teufel. Ich habe gewusst, dass Sie sich wieder hier reinschleimen würden. Deshalb gehe ich jetzt. Sie kündigen doch nicht, oder? Nein, ich ziehe wieder nach Hause. Bis Montag dann. Sieht fast so aus, als würde ich wieder mein altes Zimmer kriegen. Was immer du willst. Hauptsache, du sorgst dafür, dass der neue Fingermann weg ist. Was sagt man dazu? Einmal im Leben hat sogar der alte Alan Glück. Oh.